Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Standort Berlin. Und Sie wissen, hier stelle ich Ihnen Unternehmer vor, die in Berlin und für Berlin was Besonderes gemacht haben. Und heute ist bei mir Karl-Heinz Köhler. Herzlich willkommen. Danke, Sie dass ich hier sein sind darf. im gewissen Geschäft Seile machen Sie. Und da habe ich gedacht, Seile macht man in einer Seilefabrik. Reeperbahn in Hamburg hieß auch Reeperbahn, hat was mit Seilen zu tun. Und sie gibt es schon seit 1865. Ich habe gedacht, was machen die denn da eigentlich? Was macht die Berliner Seilefabrik, die Ihnen und Ihrem Sohn gehört? Ja, wir stellen spezielle Seile her, die wir in Kinderspielplatzgeräten einsetzen. Das Wir machen heißt, auf das denen mein Enkel spielt und Ihre Kinder vermutlich, stammen bestimmt. alle von Ihnen. Nicht alle, aber ein Großteil davon. Und wir machen das zwar nicht mehr mit einer Reeperbahn, also wir laufen nicht 200 Meter rückwärts, wie man so in einer Reeperbahn macht Daher und kommt der Name, nicht? dann das Seil zwar eine Trosse macht, die dann so 200 Meter ist, sondern wir machen das mit Maschinen, mit richtigen großen Verseilmaschinen, in denen die Berliner Seilfabrik früher Aufzugseile hergestellt hat. Also Seile für die Aufzugsindustrie, die in Berlin ja groß war, mit Karl Flor, später Otis, mit Schindler und so Gibt's alle weiter. noch? Gibt es alle noch? 1865 gegründet, ne? Ja, 1865 gegründet heißt, dass wir sehr früh damit am Markt waren, weil 1834 das Stahlseil, so wie wir es jetzt kennen oder so wie wir es auch noch herstellen, erstmal entwickelt wurde. Es gab zwar früher Seile, aber in der Art und Weise, in diesen Macharten, die man heutzutage bei Stahlseilen hat, wurde das eben relativ kurz vor der Gründung der Berliner Seilfabrik entwickelt. Und die Seilfabrik war einer der Pioniere bei der Herstellung für Stahlseile in Deutschland. Waren das Ihre Vorfahren oder sind Sie das später dazu Ich bin gekommen? später dazu gekommen. Ich bin in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahren, als junger Betriebsingenieur da in die Berliner Seilfabrik gekommen. Und damals gehörte die Seilfabrik einem Unternehmer aus Bayern. Ein größeres Unternehmen und der nutzte wie viele andere West-Berlin als verlängerte günstige Werkbank. Man bekam Umsatzsteuerpräferenzen, man bekam Investitionszulagen und mit dem Fall der Mauer ist das ja relativ schnell auf Null Futsch, gefahren, war das weg. futsch. Machte keinen Sinn mehr, hier in Berlin zu produzieren und es wurden zu der Zeit ja 200.000 Arbeitsplätze in Berlin abgebaut. Unter anderem eben auch in der Berliner Seilfabrik. Kann man sich gar nicht vorstellen, nicht? Ja. 200.000 Ja, Arbeitsplätze weg. also Industriearbeitsplätze. Und in der Berliner Seilfabrik waren das eben auch 80 Arbeitsplätze, die ich abbauen musste, weil ich zu der Zeit dann schon Geschäftsführer war der Berliner Seilfabrik. Eine ziemlich harte Zeit, Leute, mit denen man sehr lange vertrauensvoll zusammengearbeitet hat, dann im Prinzip rauszukanten. Und in der Seilfabrik hatte sich dann seit den 70er Jahren neben den Aufzugseilen und anderen Transportelementen für Betonfertigteile und so weiter, hat sich so ein seitlicher Ast entwickelt, der Seilspielgeräte war. Wie sind Sie denn darauf gekommen? Selber sind wir nicht drauf gekommen, sondern ein Architekt kam zu uns und sagte, ich habe da eine Idee und ihr wisst, wie es geht. Und wir hatten das Know-how, wie man Seile verpresst, wie man spezielle Seile dafür herstellt. Das sind ja keine richtigen Stahlseile, sondern sind Stahlseile, die in den einzelnen Stahllitzen Kunststoff ummantelt sind, sodass sie also die Haptik und die Optik von Faserseilen haben, also von Naturfaserseilen. Und in Wirklichkeit sind sie das gar Nee, nicht. sind sie nicht. Da Sie ist sollen ja auch Stahl nicht, drin, ne? sie sollen ja auch sympathisch aussehen, sie sollen sich sympathisch anfassen, sie sollen sehr griffig sein und Stahlseile sind, zumal wenn sie fettet sind, garantiert nicht griffig. Und diese Idee haben wir dann aufgenommen und haben sie deutlich weiterentwickelt. Was haben Sie denn gedacht, dass Sie damit kamen mit der Idee? Haben Sie gesagt, Mist, darauf sind wir nicht mal selber gekommen? Ja, nee, das war eigentlich wirklich so eine Sache, was so seitlich mitlief. Da hat sich keiner Ja. große Mühe Machen wir mal gegeben. eben. Machen wir mal. Und jahrelang lief dann mal hier und da ein Raumnetz für irgendeinen, der das haben wollte. Aber so ein eigener Produktbereich war es nicht. Der ist jetzt entstanden, nachdem ich einige Details dafür entwickelt habe. Also ich habe Patente für ein Raumfachwerk, was genutzt wird, Patente für Was heißt das? Verbindungselemente. Patente für ein Ja, Raumfachwerk. unsere dreidimensionalen Netze sind in einer Außenstruktur in der Regel eingespannt. Und dieses Fachwerk, das ist ja, sagen wir mal, nichts Neues, ein Raumfachwerk zu machen, wie so ein Gitterrohrrahmen, der hier im Studio steht, oder wie eine Dachkonstruktion im Flughafen. Aber wichtig war für uns, dass natürlich diese Systeme völlig
harmlos sind für Kinderfinger. Also wenn da jemand drin spielt, dann soll er nicht in irgendwelchen technischen Elementen wie Schäkel, Kauschen, Spannschlösser hängen bleiben, sondern... Fliegt einem so ein Stahlding um die Ohren. Ja, oder man bleibt mit den Fingern in irgendwelchen Öffnungen hängen und so weiter. Und das haben wir letztendlich eliminiert, indem wir ein neues Gerüstsystem entwickelt haben, was so einen Knotenpunkt hat, wo alle technischen Elemente in diesem Knotenpunkt sind. Also nicht sichtbar und auch nicht erreichbar. Und das war ein ganz wesentlicher Punkt. Und wie gesagt, als denn der Eigentümer sich aus Berlin zurückzog, war ich eigentlich der Einzige in dieser Firmengruppe, der letztendlich ein Interesse an diesen Produkten hatten, weil ich eben sehr viel da, das hieß auch so das Hobby vom Köhler. Ne? In der Firmengruppe war das, der Köhler macht da wieder seine Spielgeräte und was lag näher heute sind als die, zu sagen, heute sind die übrigens dankbar, dass, ne? dass sie ihr Hobby hatten. Ja klar, natürlich. Das war schon, war auch die richtige Entscheidung von mir dann zu sagen, okay, ich kaufe das. Hört sich so einfach an, man kauft ja nicht einfach eine Firma. Man hat nicht so viel, wenn man angestellt war, hat man nicht so viel Geld. Man braucht also Partner und da gab es dann letztendlich Beteiligungsgesellschaften oder eine Beteiligungsgesellschaft, die bei uns mit eingestiegen ist, die dann natürlich irgendwann auch ihren Exit sucht. Ne? Die wollen dann im Prinzip ihre Anteile gewinnbringend verscheuern. Und das hat nicht so geklappt bei uns, weil die ersten Jahre waren nicht so toll. Das war schon ein ziemlicher Kampf, die Firma da auf Spur zu halten. Und als dann die Beteiligungsfirma ausstieg, habe ich dann im Prinzip noch weiter investiert und habe letztendlich denen die Anteile abgekauft. Was haben denn Ihre Freunde gesagt oder Ihre Frau, als das nicht so gut lief und Sie gesagt haben, jetzt stecke ich da noch meinen letzten Spargroschen rein? Ja, gut, es war nicht mein Spargroschen, es war natürlich trotzdem ein Darlehen und ein Kredit. Ja. Aber meine Frau, muss ich dazu sagen, stand natürlich immer dahinter. Also ohne meine Frau, die letztendlich dann die durchwachten Nächte auch mit durchwacht hat, indem man sich die Sorgen, die eigentlich klein sind, zum riesen Elefanten macht. Die hat mich immer unterstützt, aber es gab natürlich Freunde, die gesagt haben, verantwortungslos und denkst du nicht an deine Zukunft und deine Kinder und weiß ich was. Okay, ich habe recht behalten, glücklicherweise. Ja. Also wie lange hat die Durstphase gedauert? Das waren schon so 4-5 harte Jahre. Da hat man schon viele schlaflose Nächte, ja, nicht? Eindeutig, ja, eindeutig. Aber dann hat es funktioniert. Dann hat es funktioniert. Wir haben immer weiter, ganz wesentlich in so einem speziellen Geschäft ist natürlich, dass man immer was Neues bringt, immer wieder was Neues macht, auch wenn es einem schwerfällt, weil man natürlich, jeder neue Prototyp kostet Geld und bindet Ressourcen in der Fertigung. Aber da muss man einfach durch. Man muss einfach sehen, dass man immer wieder am Ball bleibt, was Neues findet, damit man Interesse, ein Sog erzeugt, was wir auf den Messen auch gemacht haben. Wir sind immer zu Messen gegangen, auch in den schlechtesten Jahren. Dann kommen Leute vorbei und sagen, das will ich haben, das will ich exklusiv für mein Land haben, für meine Gesellschaft haben. Das heißt, auf jedem Spielplatz in Berlin oder in der Welt oder auf fast jedem sind diese Spielgeräte, mit denen unsere Kinder am liebsten spielen, nämlich Klettern, das sind Seile aus Ihrer Seilefabrik. Nein, nicht auf jedem Spielplatz. Das wäre jetzt sehr, sehr übertrieben. Das ist schon eine Nische. Oder sagen wir mal so, es war jahrelang eine Nische, in der wir tätig waren. Denn auch in dem Bereich Spielgeräten, wenn Sie sich sonst umgucken, sehen natürlich sehr viel Holzbogen und Holzkonstruktionen. Aber diese Klettergerüste gibt es heute überall. Die gibt es leider immer noch nicht überall, aber sind doch sehr stark verbreitet. Stammen zum größten Teil von uns. Es gibt natürlich auch Mitwettbewerber, die zum Teil eigene Ideen hatten, aber auch zum Teil einfach kopieren. Wir haben Probleme, dass natürlich Leute aus China, aus Südkorea, aus Kanada unseren Kram kopieren. Aus Kanada? Aus Kanada. Wer hätte das gedacht? Der fertigt in Südkorea. Also insofern ist das nur ein findiger Typ, der aber leider keine eigenen Ideen hat. Wir haben ja kein Problem damit, wenn jemand mit eigenen Ideen kommt, wo wir dann vielleicht auch manchmal neidisch sind. Das sind die eigenen Ideen hier. 260 Seiten. Ja. Alle möglichen Varianten von Spielgeräten. Das ist toll. Und das kennen Sie bestimmt von Ihren eigenen Kindern. Ja? Ich kenne es von meinem Enkel, der ist davon nicht wegzukriegen. Und Ihre Kinder vermutlich auch nicht. Als der Punkt erreicht war, wo Sie merkten, das läuft, nach 5 Jahren, haben Sie eine Flasche Shampoos aufgemacht? Ich glaube nicht. Es ist ja immer so, wenn man merkt, jetzt ist der Punkt erreicht,
dass immer irgendwas ja noch in Frage steht und so. Also ich glaube, man findet nie den richtigen Punkt, um die Flasche Shampoos aufzumachen. Auch jetzt nicht. Steht irgendwie immer noch ungeöffnet im Kühlschrank. Und staubt ein. Aber gut, wir trinken schon mal ab und zu auf den Erfolg, aber Shampoos jetzt direkt nicht. Sie haben gesagt, Sie haben dieses Patent ja selber entwickelt, um das sicher zu machen. Mhm. Ja? Und wenn ich heute diese Seile sehe, da kann man sich nicht mehr verletzen, weil sie alles in einem Punkt gebündelt haben, wo die Kinder nicht rankommen. Von den Befestigungspunkten her, ja, das ist richtig. Aber die Geräte, und das macht eigentlich den Reiz aus, sie sehen ja immer gefährlich aus. Ne? Also die Erwachsenen und die Eltern stehen immer und, oh, wenn mein Kind da oben, ja, wir machen ja Sachen, die 12,5 Meter hoch sind. Ja, wir haben also so Türme in so Freizeitparks, Klettertürme, wo dann oben große Rutschen abgehen, da musst du erst mal 12 Meter durch ein Raumnetz klettern. Das ist ja auch wichtig. Ne? Ich meine, es gibt ja viele, die bauen ein Treppenhaus hin und dann kommt oben die Rutsche. Also Treppensteigen und auf einer Plattform stehen kann man auch zu Hause oder im Mietshaus. Mhm. Wichtig ist dreidimensionales Klettern in einem Raum, wie man früher auf Bäume geklettert hat. Wir können ja leider nicht mehr auf Bäumen klettern. Es gibt ja Beispiele, wo das auch teilweise unterbunden wird. Und da muss man eben irgendwie eine Alternative bieten. Aber wir sind uns im Klaren, dass die Alternative, die wir bieten, diese dreidimensionalen Raumnetze, eigentlich nur die zweitbeste Lösung ist. Die beste Lösung wäre Bäume. Kinder sollten eigentlich in der Natur spielen. Haben wir nicht. Kommen die Seile aus Berlin. Genau. Von einer Berliner Seilfabrik. Ja. Und heute haben sie zwar keine schlaflosen Nächte mehr, aber sie träumen doch immer von was Neuem. Ich sehe ja 260, das ist alles was anderes. Ja, das stimmt. Es ist, der Schwerpunkt war eben jahrelang oder jahrzehntelang war der Schwerpunkt Raumnetze. Also das, was ich auch immer noch für wichtig halte auf Spielplätzen. Aber das ist eben eine Nische. Und dadurch, dass wir dann erkannt haben, wir können mit unserem System, mit unserem Raumnetzsystem und auch mit ein bisschen Ergänzung von zusätzlichen Platten, die wir selber herstellen, können wir auch Konkurrenz zu konventionellen Spielgeräten sein. Und was das ist, darüber sprechen wir nach der kleinen Werbepause weiter, die wir jetzt machen mit Karl-Heinz Köhler von der Berliner Seilefabrik. Und in Amerika sagt man nur zu Ihnen die Berliner. Genau. Ne? Weiter, was es alles gibt und was es demnächst an neuen Seilspielgeräten gibt. Ich finde das toll und faszinierend. Bleiben Sie dran. Ich hoffe, Sie nämlich auch. Bis gleich.